Die Vogelmiere, Stellaria media. Sie gehört zur Familie der Nelkengewächse, Cariophyllaceae. Wegen ihrer sternförmigen Blüten wird sie mancherorts auch Sternmiere genannt. Auch den nicht so hübschen volkstümlichen Namen Hühnerdarm hat sie bekommen. Das kommt daher, dass wenn man den Stängel der Vogelmiere auseinanderbricht, innen ein kleiner Faden erscheint. Er wirkt wie der Darm der Pflanze. Dies ist auch ein gutes Erkennungsmerkmal der Vogelmiere. Das zweite Erkennungsmerkmal ist der Irokese. Der Stängel der Vogelmiere ist nur auf einer Seite behaart. So wirkt es, als hätte sie eine Irokesenfrisur. Die Vogelmiere ist sehr gesund. Sie enthält Vitamin A, B und C und wird als Salat verwendet, für Brotaufstriche oder in Soßen. Sie ist den Genuss als Wildgemüse absolut wert, denn sie enthält weit mehr gesunde Inhaltsstoffe als jeglicher Salat aus dem Supermarkt. In der Volksmedizin wird sie eingesetzt bei grauen Star und gegen zu hohe Cholesterinwerte. Sie hilft bei Hautproblemen und gegen Insektenstiche. Eine sehr kleine, unscheinbare bis ca. 10 cm große Pflanze, welche so gut wie überall auf der Welt als Unkraut wächst. Spätestens im Frühjahr, wenn die ersten zarten weißen Sternblüten zu sehen sind, kann man sie wunderbar in so gut wie jedem Garten entdecken, auf Wegen und Waldlichtungen. Einige Gärtner meinen, sie ist eine Plage. Für mich wächst sie immer viel zu langsam, denn das meiste von ihr landet bei mir im Salat. Gerne erzähle ich dir mehr über die heilenden Pflanzen bei mir in der Praxis, welche direkt im Garten oder vor deiner Türe wachsen. Oft ist dieses Wissen in Vergessenheit geraten. Ich freue mich auf unseren Termin. Angela Dangl, Naturkundepraxis, Seerosenweg 40, 2291, La See, 0660 342 1782.